sind Wolfgang Roloff. Es haben auch immer Erwachsene gesungen, ältere. Mama. Und für Italien ist das auch okay, wahrscheinlich. Aber in Deutschland wirkt es immer ein bisschen komisch, wenn so ein gestandener Mann singt, Mama. Ja, und das haben wir gesagt, mit Adi Kleingeld zusammen, seinem Betreuer. Das müsste mal ein Kind singen. Dann ist es auch glaubhafter. Das war es eigentlich. Ah, und das war natürlich auch für mich, für meine Stimme damals, schönes Lied, weil es musikalisch schönen Bogen hatte. Schön getragen. Ja. Und konnte ich sehr gut singen eigentlich. Sie sind jetzt 41 und singen immer noch Mama. Wie ist denn das für Sie? Ich glaube ganz einfach, erstmal, es ist ein sehr schönes Lied. Zweitens bin ich das auch einfach meinen Fans schuldig. Es kommen ja auch sehr viele dahin, die mich als Kind gemocht haben. Oder die meisten immer noch. Und ich stehe dazu. Auf der anderen Seite, ich habe das jetzt in Medley-Form verpackt, weil ich finde es ein bisschen albern, wenn jemand, sagen wir mal, Titel singt, die für einen 11-, 12-, 13-Jährigen geschrieben sind und die mit 43 in ganzer Länge singt. Jetzt ist es witzig, jetzt ist es schön für die Leute, quasi auch als Dankeschön. Und dabei soll es eigentlich auch bleiben. Und jetzt möchte ich den Applaus hören, der Ihnen gebührt. Hier ist Hein Simons! Die Mütterherzen im Sturm. Heute fällt ihm die Zuneigung der Fans nicht mehr in den Schoß. Provinztheater oder große Häuser, Hein Simons freut sich auf jeden Auftritt. Wittenberge, Zwickau, Eisenhüttenstadt. Kurz vor Weihnachten reist er zusammen mit anderen Künstlern bei einer Tournee durch den Osten tausende von Kilometern herunter. Und trotzdem immer freundlich. Herzlichst, Ihr Heinche. Wie heißt die Stadt, wo wir heute Abend sind? Ah, jetzt kommt wieder die Fangfrage, aber heute Abend weiß ich es, Zwickau sind wir heute. Und gestern Abend? Ihr Joker. Gestern Abend? Wo waren wir gestern? In, Nee, weiß ich nicht. Aber es ist, wenn man so lange unterwegs ist, dreieinhalb Wochen, dann vergisst man manchmal schon die Tage. Und manchmal auch die Städte, wo man war. Da fragt man abends immer, bevor man rausgeht, hör mal, wo sind wir heute? Eisenhüttenstadt. Waren wir gestern. Alles klar. Sie brauchen das für Ihre Ansage, ne? Ja, wenigstens, dass man dann die Stadt sagt, wo man ist. Dass die wenigstens stimmt. Haben Sie sich das schon mal vertan? Ne, eigentlich nicht, weil wenn ich dann merke, mir fällt das nicht ein, dann sage ich ganz einfach, also guten Abend, wir freuen uns, dass wir bei Ihnen sind. Dann hat sich die Sache erledigt. Sehr verehrte Damen und Herren, ich freue mich genauso wie meine Kollegen, dass ich heute bei Ihnen hier in Zwickau zu Gast sein darf. Und was mich ganz besonders freut, war, ich sage das zwar jeden Abend, aber ich fühle es so und meine es auch so, es ist schon toll, hier rauszukommen, von Ihnen so nett empfangen zu werden und zu wissen, nach so vielen Jahren immer noch so viele nette Freunde zu haben. Schönen Dank dafür. Der Dank ist aufrichtig gemeint und kommt von Herzen. Das rührt seine Freunde oder besser gesagt seine Freundinnen. Und von denen hat er immer noch viele, besonders im Osten. Statistisch hat jede Mutter in den neuen Ländern mindestens eine Heinche-Platte im Schrank. 6 Millionen Mal Mama und Oma so lieb verkaufte der Sänger hier seit der Wiedervereinigung. Doch Hein Simons will nicht mehr allein von den Müttern geliebt werden. Jetzt zielt er auf die Herzen der Töchter. Deswegen handeln seine neuesten Lieder auch von der sinnlichen Liebe. Ein Experiment mit ungewissem Ausgang. Wir sind hier mit unseren Eltern, die kennen noch von früher her und deswegen sind wir hier mit denen sozusagen als Weihnachtsgeschenk. Also da denke ich so an meinen Sohn, der ist auch 30 Jahre, das Liebevolle eben zur Mutter und überhaupt für die älteren Leute hat er noch was übrig. Was hat man gedacht?
Mutter teilte sich Heinche mit zwei Geschwistern, der jüngeren Schwester Ingrid und dem älteren Bruder Georg, genannt Schorsch. Vater Simons war Bergarbeiter. Von ihm bekam der Junge die Lebensweisheit auf den Weg: Vergiss nie, wo du hergekommen bist. Ein berechtigter Rat, denn Anlässe zum Abheben gab es genug. 40 goldene Schallplatten, Preise über Preise. Mit 13 brach Heinche seine Schulausbildung ab. Er wollte nur noch Star sein. Mit 14 hatte Heinche ausgesorgt. Der Bergarbeitersohn war vielfacher Millionär. Von seinem Geld baute er der Familie ein Heim. Für den Rest seines Lebens hätte er sich getrost zur Ruhe setzen können. Inzwischen sind die Geschwister längst aus dem Haus. Nach dem Tod des Vaters vor 10 Jahren lebt Heinches Mutter hier allein, ohne den Rabauken von damals. Ja, da kann ich sagen, wie er im Kindergarten war. Und der konnte öfters ganz nett sein und öfter, dann brauchte nur ein Kind an ihm zu stoßen. Und dann war er sich mit den Kindern am Verprügeln. Und dann hatte die Fräulein Unsmann nach der Schule lassen kommen und hat sie gesagt, hören Sie mal, der ist öfter so lieb und öfter, dann ist er so komisch, dann habe ich eine halbe Stunde Zeit für die Klasse zu beruhigen. Das ist auch ein ganz gutes Wort. Ja, dann einmal war auch was und dann... Aber der muss nicht alle böse Sachen jetzt erzählen. Nee, das war, weil da kannst du sehen, dass der... ganz braves Image, wenn du jetzt... Jetzt dass der alles Bruder viel ruhiger ist, da hat er auch mal Streit gehabt, da musste ich auch nach der Schule kommen, da kam ich vor den Schulplatz auf der Straße, stand er mitten rundherum alles Kinder, die ihn wollten verhauen. Und der Älteste, sie sagen so, vom Mäuerchen war am Weinen. Ist ja auch so immer der Weichere von uns. Weichere. Zwei. Ich sag, was ist denn hier los? Und die Kinder am Schimmel, ich sag, mach dir, dass er wegkommt. Und dann liefen sie weiter und wollten sie mit Steinen werfen, ich dahinterher. Und dann liefen sie alle weg, war noch klein auch. War. Aber er hat so schon so Sachen gemacht. Ja, das war auch scheißegal, ob da nur 6 Mann standen oder 2 oder 1. Ja. Also ich war da sehr, naja. Aber Heinche, Sie hatten es ja eben gerade gesagt, nach außen, Ihr Image war doch eigentlich immer so der Liebe und Nette, nicht? Ja, obwohl ich da immer zu sage, ein Image dafür ist man nicht immer selber verantwortlich. Ich sage immer, mein Image ist, dass ich genauso normal oder so böse und so gut war, wie viele andere Kinder auch. Also dieses ganz Liebe ist ja nicht immer nur von mir gekommen. Oh, Ma, so lieb, oh, Ma. Es war der nette Junge von der Straße, von nebenan. Ich weiß noch, was wir mal einen Auftritt machen, sollte Heinche machen im Smoking. Und da hat Heinche ganz dumm geguckt, hat gesagt, da sehe ich zu affi aus. Ich sage, du hast vollkommen recht, zieh deinen Pullover an. Den netten Pullover, ein schönes Hemd an. Der Rollkragenpullover, der hat sich nicht mal ausgezogen. Ja, und Smoking und diesen Kram, das wollten wir gar nicht haben. Es gibt ein Klischee und das heißt Kinderstar. Da wird ein kleiner Junge vermarktet und wird um seine Kindheit gebracht. Inwieweit trifft dieses Klischee auf Sie zu? Vielleicht sollte man mich nur angucken und sollte man vielleicht unser Verhältnis heute sehen, dass es auf mich keinen Bezug hat. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich, im Gegenteil, also ich bin sehr dankbar und sehr froh darüber. Wenn jedes Kind so gequält wird wie ich, dann geht es den Kindern gut. Und er war ja so niedlich. Während Ende der 60er Jahre auf den Straßen langhaarige Studenten gegen den Vietnamkrieg demonstrierten, verkörperte Heinche das Gegenbild. Ein formvollendeter junger Gentleman, der weiß, was sich gehört. Ich baue dir ein Schloss, so wie im Märchen. Einen gewissen ritterlichen Stil pflegt Hein Simons noch heute. Zumindest in Kleidungsfragen. Wenn Sie ein Weihnachtsprogramm machen, habe ich dann halt Smoking an der Fliege. Das ist ein bisschen... Zeigen Sie doch mal her, Smoking. Offizieller. Ja. Natürlich nicht mit der Krawatte, aber mit Fliege dann. Sind wir. Bisschen anders aus. Ist das wichtig, so ein bisschen stilvoll? Ich finde schon, wenn man auf der Bühne steht, dass die Leute haben Eintritt bezahlt, sitzen auch vernünftig da, gut angezogen da. Doch, also ich finde schon, das finde ich schon angebracht. Obwohl ich zu Hause natürlich nicht so rumrennen würde.
Was ist das für ein Stil, den Sie verkörpern auf der Bühne? Weiß ich gar nicht. Wen wollen Sie ansprechen mit dieser Kleidung? Man sagt mir immer, viele haben das Gefühl, ich sei der ideale Schwiegersohn. Ob das so ist, weiß ich nicht. Vielleicht so ein bisschen doch. Keine Glitzerhemden, keine Goldkettchen, keine Cowboy-Boots. Stattdessen artige Verbeugungen. Aus der Masse der Schlagersänger hebt sich Hein Simons durch den Mangel an glamouröser Anrüchigkeit heraus. Die Rolle des Herzensbrechers liegt ihm nicht. Sie wäre dem gestandenen Familienvater auch nicht angemessen. So wie seine Eltern hält es der Sänger auch privat. Er hat 3 Kinder, der Älteste drückt gerade die Schulbank. Seit 15 Jahren ist Hein Simons mit Doris verheiratet. Sie hat Kosmetikerin gelernt. Die Familie wohnt kurz hinter Aachen in Belgien, nicht weit von Heinches Elternhaus entfernt. Sohn Hendrik ist 4. Die 7-jährige Gina geht in die 2. Klasse. Sie sind ja eigentlich eine gebürtige Aachenerin, nicht? Erklären Sie mir bitte, wie haben Sie den Holländer Hein Simons kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt durch meine Schwester in einem Fitnessstudio. Da war ich jeden Freitag zu Besuch und er war, glaube ich, des Öfteren Gast. Haben wir noch ein bisschen auf Fitness gemacht. Haben wir noch ein bisschen trainiert, er war noch wesentlich schlanker. Also es hat etwas länger gedauert, bevor wir uns, also gesehen hat man schon vorher schon etwas länger. Aber bevor wir uns dann so zusammengetan haben, so ein halbes Jahr hat das, glaube ich, insgesamt gedauert. Ja. Es war zwar vielleicht Liebe auf den ersten Blick, aber es hat länger gedauert, bis das es so richtig gezündet hat. Was hat Sie denn an Hein interessiert? Was fanden Sie anziehend? Also was? Er hat gut ausgesehen. Gute Antwort. Interessiert, also was mir aufgefallen ist, das ist seine kühle Art. Das hat mich auch ein bisschen gereizt, denke ich mir. Er ist also fremden Menschen gegenüber sehr, sehr distanziert und sehr... Anfangs, ja. Ja. Das hat auch, deshalb hat das auch so lange gedauert, ne, ehe man sich dann mehr kennenlernt. Doch, also an für sich, er ist sehr häuslich, ne, sehr familiär. Finde ich auch nicht schlecht. Mag sehr gerne Kinder, ist auch sehr wichtig. Was hat Sie, als Sie Ihre Frau noch gar nicht kannten, was hat Sie da gereizt? Also, mir hat sie ganz einfach gefallen. Und das andere hat sich nachher eingestellt, charaktermäßig und so, dass man sich untereinander gut versteht und so. Das weiß man ja dann nicht. Aber ich glaube, der erste Eindruck war, ich fand sie also sehr hübsch und habe gedacht, also mit der möchtest du mal essen oder ausgehen. Und das Ergebnis sehen wir ja jetzt. Ja. 3 sind es eigentlich, ne? Ja, ja. In die Textilbranche und ins Videothekengeschäft steht Hein Simons wieder auf der Bühne. 50 bis 60 Mal im Jahr Oma so lieb. Das Publikum will es so. Eine Gesangsausbildung hat der Künstler nie absolviert. Er kann auch keine Noten lesen. Weil ein Comeback harte Arbeit ist, probt er, als wäre es das erste Mal. Im Hafenkonzert von Radio Bremen trifft er dabei auf einen ehemaligen Weggefährten. Aber Kaffee trinkst du immer noch, ne? Zu viel. Ja. Ja, und seitdem ich nicht mehr rauche, bin ich auch dicker geworden. Ja, wollte ich nicht so, aber wollte ich nicht so ansprechen. Aber lass mal ruhig so. Nee, also ein befreundeter Arzt hat zu mir gesagt, nun versuch nicht jetzt unbedingt auch noch Diät zu machen, weil sonst schaffst du beides nicht. Nee. Und der hat gesagt, also jetzt nimmst du ein bisschen zu und irgendwann mal reguliert sich das und dann tut nimmst du wieder ab. Tut auch. Charlie, was glauben Sie denn, was hat den Erfolg von Heinchen damals ausgemacht? Warum war er so unglaublich erfolgreich? Ich würde sagen, 2 Dinge. Erstmal war es seine Natürlichkeit und zweitens war es sein gewaltiges Stimmvolumen. Und wir haben mit 8 Mann Chor gemacht. Das heißt, wir haben so auf der Bühne gestanden. Ach, die Vorhanggeschichte. Und er hat mit dem Rücken zu uns, ohne Mikrofon, gegen den Vorhang gesungen. Und dann hat Ronny, das war damals ja sein Produzent, gesagt, Hein, nun gib nicht so viel, du singst den Chor tot. So eine Röhre hatte er. Und wie gesagt, es war seine Liebenswürdigkeit, seine Natürlichkeit und auch so seine Unbekümmertheit. Nicht? Oh. Im Übrigen, du warst damals 12, wenn ich daran denke, es ist dann
Pascal dein Filius ist? 11. Pascal ist 14. 14. Also war er, warst du damals noch 3 Jahre jünger als Pascal jetzt heute. Und damals warst du noch so lisch, da hast du selbst noch nicht an Kinder gedacht. Und heute sitzt dein Filius jetzt auch. Singst du einige auch? Eine Art war aber ganz. Gar nicht. Aber oder spielst du ein Instrument oder was? Nein. Wenn Ihr Sohn jetzt entscheiden würde, er möchte auch Sänger werden, würden Sie ihm zuraten aus Ihrer eigenen Erfahrung oder abraten? Also ich habe keine schlechte Erfahrung gemacht. Deshalb würde ich sagen, ich würde das schon unterstützen. Nullen aus Amsterdam, ganz egal, ob man sie stehen kann. Nullen aus Amsterdam, ob im ersten, zweiten, dritten Programm. Nullen aus Amsterdam, außer Käse und so weiter, kommen wir aus Gastarbeiter, was der Staat nicht singen kann. Singen Nullen aus Amsterdam, singen Nullen aus Amsterdam. Als aus dem niedlichen Sängerknaben ein schlaksiger Bariton wurde, war die Erfolgssträhne jäh zu Ende. Dinge wollte keiner mehr haben. Autogramme waren zwar noch gefragt, aber nicht mehr seine Platten. So sehr sich der Sänger auch mühte, er brachte es nie wieder bis in die Hitparaden. Aus dem Star wurde ein Niemand. Ein Misserfolg, der Hein Simons noch heute nahe geht. Damals, wie es dann nicht so gut ging, habe ich mal gehofft, man würde was für mich tun oder mehr für mich tun. Und das war nicht an dem. Das war eine menschliche Enttäuschung. Ja, vom Finanziellen oder so vielleicht gar nicht mal so sehr. Aber als Mensch war ich da sehr enttäuscht, weil früher wurde immer so getan, auch familiär. Ne? Also unser Heintje, unser und nie weg von unserer Firma und dies und jenes. Und wie ich meine Familie dann mal gebraucht habe, war sie nicht da. Und da kannst du auch menschlich sehr wachsen, glaube ich. Negativ sowie positiv. Welche Lehre haben Sie daraus gezogen? Du bist selber vielleicht deines Glückes Schmied so ein bisschen. Was vorher nur ein Hobby war, machte sich Heinchen nun zum Lebensinhalt. Das Glück dieser Erde suchte er auf dem Rücken der Pferde. Dabei stieg er vom Ponyreiter zum Großpferdbesitzer auf, startete als Springreiter auf internationalen Turnieren und absolvierte ein Praktikum bei Alwin Schockemühle. Doch alle Erfolge konnten nicht darüber hinwegtäuschen. Die Bühne fehlte ihm. Bis jetzt. Nun will er es noch einmal wissen. Hör auf die Stimme des Herzens, dann kann dir gar nichts geschehen. Der Stolz auf das erste eigene Werk. Dieses Lied hat Hein Simons zusammen mit seinem Freund Theo Breuels komponiert und als Produzent auf den Markt gebracht. Über Verkaufszahlen will er noch nicht reden. Weißt du, welchen Weg, Pause, ja, okay, kannst ja, du gehen? Ja, ja. Dann machen wir schöne Streiche dazu, schönes Akkordeon, noch ein bisschen Streiche so, ein bisschen volkstümlich, Klavier, mal eben gucken mit den Arrangements. Also der Unterschied eigentlich zu früheren Produktionen ist ganz einfach der, dass ich früher einen Produzenten hatte, der hat mich angerufen und hat gesagt, also wir haben die Playbacks jetzt eingespielt, die Texte sind da, jetzt brauchst du nur noch zu singen, da bin ich ins Studio gegangen. Ja, ja. Und dann war das innerhalb von ein paar Stunden erledigt und ein paar Tage später oder ein paar Wochen später habe ich dann das Band bekommen, das Endprodukt. Jetzt war ich selber dafür zuständig. Erstmal habe ich mit Theo zusammen die meisten Titel selber geschrieben, da ging es schon mal mit los. Dann habe ich mich um die Texte gekümmert. Theo hat sich mit mir zusammen darum gekümmert, dass wir ein tolles Studio gefunden haben, einen tollen Toningenieur gefunden haben. Also quasi von Anfang an war ich mit dabei und an dem Produkt beteiligt. Und es ist quasi wie so ein kleines Kind, das man dann wachsen sieht. Der Test ist geglückt. Dem Publikum beim Bremer Sechstagerennen scheinen die neuen Lieder zu gefallen. Auch wenn sich die Begeisterung vielleicht zum Teil aus dem Hochgefühl speist, das entsteht, wenn man schon vor dem Mittagessen Bier trinkt. In solchen Momenten freut sich der Sänger über eine gewisse Distanz zum Publikum. Gedränge macht Hein Simons Angst. Wie ist das denn mit Ihrer Karriere? Nein. So
So, wenn Sie das so jetzt mal so als Berg- und Talbahn beschreiben würden, wo waren die Berge, wo waren die Täler? Ja, ich habe das große Glück immer gehabt, dass ich, sagen wir mal, in dem Sinne kein Tal. Für mich ist ja nicht, wenn man nicht so viel Erfolg hat, wie das mal war, dass ich dann im Tal bin oder im Loch bin. Also ich konnte es mir auch finanziell erlauben, also einige Jahre zu sagen, ich mache halb wenig oder mache nicht so viel. Ich war in der glücklichen Lage, finanziellen Situationen auch einfach mal Nein zu sagen, einige Zeit lang. Sie haben doch eigentlich ausgesorgt. Warum machen Sie das noch? Warum treten Sie auf? Ganz einfach, weil ihr wart ja jetzt so doch schon eine Zeit mit dabei, habt gesehen, dass es auch Spaß machen kann. Und in dem Moment, wo du vor den Leuten auf der Bühne stehst, vor dem Publikum auftrittst, dann ist das Geld zweitrangig. Also nicht, weil man es jetzt finanziell braucht oder nicht braucht, sondern ganz einfach erstmal, weil es Spaß macht. Und wenn man dabei gutes Geld verdienen kann, ist das prima. Zwei alte Freunde, zum Ende der Tournee. Heinche und Andi Borg wollen die Kollegin Ute Freudenberg aus dem Takt bringen. So verspielt hatten wir Heinche als Kind nicht erlebt. Eine Lockerheit, die überrascht. Also eine ganz große Bitte, und wenn das dann so stehen bleiben könnte, ganz einfach, nehme ich so, wie ich bin, mit meinen guten und mit meinen schlechten Seiten. Also ich glaube nicht, dass ich viel besser bin wie andere, aber auch nicht viel schlechter. Ganz normaler Mensch eigentlich. Eigentlich langweilig. Mein zweites Leben, das lebe ich mit dir, wird nicht noch einmal die Hoffnung verlieren. Mein zweites Leben halt ich fest, damit die Liebe uns niemals mehr verlässt. Zweites Leben, das hat ja nun auch einen Bezug zu Ihrem Leben. Im letzten Jahr standen Sie auf der Kippe des Todes. Was war da passiert? Lange Geschichte, kurz erzählt. Ich habe eine Knieoperation gehabt, bekam ein neues Ausrüstkreuzband. Operation wunderbar verlaufen, alles prima. Ich 3 Tage zu Hause, dann bekam ich so ein Stechen und konnte kaum noch Luft holen. Wieder zum Krankenhaus hin mit Blaulicht. Habe dann 2 Tage Intensivstation gelegen und hatte eine Lungenembolie. Und Lungenembolie kann lebensgefährlich sein. Und dann merkt man eigentlich, dass man als Mensch eigentlich nur ein ganz kleiner Mensch ist, wenn man nicht Leute hat, die einem helfen und ja, halt Medizin geben oder sowas. Und was haben Sie jetzt sich für Ihr zweites Leben vorgenommen? Gar nichts eigentlich. Also ich habe nicht gesagt und auch nicht gedacht, ich werde jetzt alles umschmeißen und ein anderes Leben führen, weil ich glaube, ich führe eigentlich ein ganz gutes Leben. Was ich nicht mehr mache seitdem, ist, dass ich nicht mehr rauche, jetzt schon seit 7 Monaten nicht mehr. Hat ja auch was für sich. Viel. Aber ich habe ein bisschen zugelegt, 12 Kilo, aber das kriege ich auch wieder runter. Schneeglöckchen im Februar, Goldregen im Mai, Rosen im Herbst und im Winter sogar, sind uns die Eisblumen treu. Wer mit 11 Jahren alles erreicht hat, was man im Showbusiness erreichen kann, gibt sich mit kleinen Zielen zufrieden. Ein bisschen Erfolg im Beruf, ein bisschen Familienglück, ein wenig Abnehmen. Vielleicht ist es gerade das Normale, was die Fans heute an Hein Simons schätzen.